Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, der uns aus Wien zugeschaltet ist, aus der Zentrale von Missio Österreich. Er ist der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich, aber er ist auch Professor für Theologie. Und das passt ganz gut zum Thema der heutigen Sendung, lieber Pater Karl, nämlich warum erscheint Maria? Und ich darf gleich mal beginnen. Ich darf gleich mal beginnen mit einer ersten Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und Pater Karl Wallner, sehr gerne höre ich die Seelsorgestunde und bekomme immer wieder neue Impulse. Ich lese seit einem Jahr regelmäßig in der Bibel und höre auch evangelischen Pastoren beim Predigen zu. Nun hat ein Prediger gemeint, die Marienerscheinungen seien satanisch und in der Bibel stehe nur wenig von Maria. Die Worte bei dem Wunder, als Jesus Wasser in Wein verwandelt, tut, was er sagt. Ich war entsetzt und möchte gerne etwas mehr erfahren, warum der Marienglaube so einen großen Stellenwert in der katholischen Kirche hat. Und wann die Marienverehrung in der Kirche und warum stattgefunden hat. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage, die sehr wichtig ist für mich. Gottesreichen Segen für Ihr Tun und für diese Sendung. Mit freundlichen Grüßen. Ja, also willst du dann noch weitere Fragen stellen oder soll ich jetzt durchreden? Ja, weil das ist natürlich ein sehr schönes Thema. Also zunächst einmal. Lieber Pater Karl, leg los und fass dich kurz. Also warum Maria? Maria ist Mensch, Christus ist fleischgewordener Mensch und Christus ist durch Maria Mensch geworden und nicht nur das, sie war nicht nur das Instrument, durch das Gottes Logos, Gottes Sohn in dieser Welt jetzt eben als Mensch anwesend werden konnte und wollte, sondern sie ist auch das Ziel des Handelns Christi. Weil das Ziel, warum Gott Mensch geworden ist, warum Gottes Sohn ans Kreuz geht, warum er für uns ins Grab steigt und aufersteht, das sind wir. Das sind wir Menschen, das bist du und ich. Wir sind das Ziel des Heilshandelns Gottes in Jesus Christus. Und Maria ist als Mensch exemplarisch jetzt eben die Frucht der Erlösung und zugleich die Mitarbeiterin der Erlösung. Das ist eben sehr wichtig. Also den Marienglauben als etwas Dämonisches zu bezeichnen, das finde ich schon ein starkes Stück. Da muss man schon in einer sehr, sehr extremen Freikirche sein. Also vermute ich, dass dieser Prediger dort herkommt, weil da hat sich leider, die haben sehr viel Gutes, die Freikirchen, aber da hat sich leider so eine Blockade vielfach entwickelt, wo man, wie soll ich sagen, mit einer Blindheit auch, ja, gegen Positionen in der katholischen oder in der orthodoxen Kirche, in den altorientalischen Kirchen. Wir lieben ja alle die Mutter Gottes, ja, also bis zum 16. Jahrhundert ist die Liebe zur Mutter Gottes in allen Kirchen das Allerselbstverständlichste und so weiter, weil man das eben gesehen hat. Sie ist der Mensch, wo Gott mit seinem Heilshandeln ankommt, ja. Sie ist die Frucht der Erlösung, das Ziel der Erlösung. Sie ist deshalb Urbild für uns und das Zweite Vatikanische Konzil hat das ja erneuert. Dort gibt es im 8. Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, es ist das längste Kapitel auch der Kirchenkonstitution, dort wird Maria geschildert als Typos. Ein Typos ist ein Stempel, ja. Also ein Stempel ist, ich habe da einen Stempel, ja, meinen Datumstempel, nicht? Also das ist ein Stempel und dann drucke ich auch verschiedene Dokumente drauf, ja, dann findet sich überall dasselbe. Und Maria ist dieser Typos, was an ihr exemplarisch geschehen ist. Erwählung durch Gott, Begnadung durch Gott, ja, Erlösung mit Leib und Seele durch Gott, das soll an uns allen geschehen. Also Maria ist immer ein Exempel, ein Typos, ein Stempel, der sich verallmaligt vom Einmaligen her in uns allen. Deshalb ist die Marienverehrung etwas ganz Selbstverständliches, weil da geht es um dich und mich. Ja? Also es geht in der Ehrung Mariens, geht es letztlich um das Ehren des Heilshandeln Gottes in Maria exemplarisch für das, was auch für mich einmal relevant jetzt eben wird. Also das ist das ganz Wichtige. Und Marienverehrung ist also Blödsinn, wer sagt denn sowas, dass wir in der Heiligen Schrift nur ganz wenig über Maria haben. Wir haben ganz viel über Maria.
Ja? Also wir haben von der Empfängnis an, von dem Gruß des Engels bis hin zum Besuch der Elisabeth, bis zur Geburt in Bethlehem, geschildert von zwei Evangelien, dann verschiedene Szenen, wo wir schon Marienverehrung aufpoppen haben. Ja? Selig der Leib, der dich getragen und die Frucht, die dich genährt hat, ja, wird Jesus zugerufen. Er antwortet dann natürlich, also dass es ihm nicht um diese biologische Mutterschaft, Leib und Brüste geht, die ihn da genährt haben, sondern selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria steht unter dem Kreuz, ist dann dabei beim Pfingstereignis, wie der Heilige Geist kommt. Also wer sagt denn so einen Blödsinn? Das ärgert mich immer, weil es so eine Form von Propaganda ist. Das, was einem nicht gefällt, das wird dann in die Bibel rückprojiziert und dann wird dann von der Bibel etwas behauptet, was dort gar nicht steht. Natürlich, es sind wenige Stellen, also es sind nicht, über Petrus zum Beispiel gibt es mehr Stellen, aber es sind qualitativ hochwertigste Stellen, weil Maria eben diese besondere Position hat. Und in dieser Position ist Maria. Also Maria zu verehren ist absolut nichts gegen Christus, sondern es ist genau sein Wille, dass wir seine Mutter nehmen als die, wie es im Johannesevangelium dann ja auch wirklich der Fall ist, bei der Hochzeit zu Kana, die hinführt zu ihm, was er euch sagt, das tut. Oh, was wäre das für eine Kirche, wenn sie diese Einladung der Mutter Gottes, ja, die damals beim ersten Zeichen Jesu, bei der Hochzeit zu Kana ausgesprochen, wenn wir das ernst nehmen würden, was er euch sagt, das tut. Und das ist das Einzige, was Maria möchte und deshalb erscheint sie auch, damit wir tun, was Jesus sagt. Pater Karl, ich hatte die Freude, mit dir in Wien, in dieser Kapelle Licht der Völker zu konzelebrieren bei der Heiligen Messe und zwar am Rosenkranzfest und da war ja auch ein Bischof dabei aus Ruanda. Dieser Bischof hat mir dieses Buch gegeben, genau. Ich hab's auch. Unsere liebe Frau von Kibeo hat mir auch eine schöne Widmung reingeschrieben. Und ich möchte mal kurz mit dir auf die Erscheinungen von Kibeo schauen. Das ist die Gottesmutter von 1981 bis 1989 erschienen. Drei Jugendlichen, die so Anfang der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre geboren wurden. Und gleich bei der ersten Erscheinung, am 28. November 1981, stellt sich die Gottesmutter vor als ich bin die Mutter des Wortes. Und bei der letzten Erscheinung sagt sie dann, die war am 28. November 1989, meine Kinder, betet, 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 folgt dem Evangelium meines Sohnes und lebt danach. Also warum die Marienerscheinungen? Ich glaube, man muss mal sagen, in ganz bestimmten Zeiten hilft uns eigentlich die Gottesmutter wieder aufs Wesentliche zu gehen, nämlich auf Jesus Christus. Wir beten Maria nicht an, wir verehren sie, aber sie führt zu Jesus. Es ist ja die Frage, warum diese Marienerscheinung. Maria führt zu Jesus. Also ich muss mal allen, die zuschauen, sagen, das, was wir hier machen, ist nie abgesprochen. Also ich weiß nie, was der Thomas fragt oder was er für ein Thema bringt. Aber dass ich das Buch vom Eduard Sinaboye, vom Bischof aus Ruanda, der bei uns war, hier liegen habe, hat auch den Grund, dass ich dabei bin, es zu lesen. Und Thomas, du hast offensichtlich schon mehr gelesen darüber als ich. Naja. Ich weiß natürlich seit vielen Jahren, dass die Mutter Gottes in Kibeo in Ruanda erscheint. Wir von Miss Österreich haben ganz viele Projekte dort. Ruanda ist eines der christlichsten Länder Afrikas und zugleich eines der psychisch zerstörtesten, weil es dort diesen Genozid gegeben hat. 800.000 Tutsi, die von den Hutu ermordet worden sind und also Grausamkeiten unvorstellbarer Art. Wir haben in unserem Bildarchiv hier bei Miss Österreich, habe ich gefunden, Bilder so aus dem Jahr 97, 98, wo du verwesende Leichen, ja, Felder mit verwesenden Leichen hast, also sowas Grausliches, das ist unvorstellbar, was dort jetzt eben geschehen ist. Und genau dort ist die Mutter Gottes erschienen, als Mutter des Wortes. Wir haben übrigens, darf ich Werbung machen, auch für unseren Missio-Shop, wir haben Gebetskarten, die wir gratis zuschicken, ja, unsere liebe Frau von Kibeo und das Buch von Bischof Eduard haben wir natürlich auch in unserem Shop. Ich bin gerade erst beim Lesen dabei, aber die Mutter Gottes erscheint immer, ja, ob das jetzt Rue de Bac in Frankreich ist, ob das Lourdes, ob das Fatima ist, ob das auch Medjugorje ist, das ist eine unglaubliche Bekehrungswelle für die Jugendlichen in Europa ausgelöst hat, zumindest in Österreich, Bayern weiß ich auch,
kenne so viele Priester, die ihre Berufung dort in Medjugorje empfangen haben. Also die Mutter Gottes erscheint immer nur mit einem Grund, um uns zu Jesus zu führen, um uns auf Dinge aufmerksam zu machen, die wir vielleicht vergessen haben, die abgedunkelt sind in unserer Spiritualität, in unserem Glauben, zum Beispiel die Einladung der Mutter Gottes in Fatima zur Sühne. Ja, dass Kinder eingeladen werden, täglich den Rosenkranz zu beten und dann auch, wie soll ich sagen, ihre Leiden aufzuopfern, jetzt eben für die Bekehrung Russlands. Das ist schon wirklich eindrucksvoll, dass uns Gott zutraut, so wie er es ja auch bei Maria exemplarisch gemacht hat, mitzuarbeiten an der Erlösung. Dass die Erlösung etwas ist, wo wir die Würde haben, auch mit der Gnade Gottes mitarbeiten zu dürfen. Ja? Und dass wir eine Aufgabe von Gott auch zugedacht bekommen. Also das ist die wesentlichste Einladung, die ich in diesen Erscheinungen der letzten Jahre jetzt eben sehe. Und genau darum geht es letztlich auch in Kibeo. Also ein wirklich christliches Leben, ein Leben, das aus den Sakramenten, aus der Bibel, aus der gelebten Nächstenliebe jetzt eben lebt. Und ich muss sagen, wir sind viel in Ruanda unterwegs. Wir haben, heuer werden wir jetzt einer Frau, einer Grazerin aus der Steiermark, die ganz, ganz viele Hilfsprojekte in Ruanda unterstützt hat mit Mission Österreich, der werden wir unseren Eselspreis, den Austrian Mission Award geben. Es ist dort Versöhnung geschehen. Die Mutter Gottes ist absolut nicht umsonst dort erschienen, sondern dieses Land, wo man ja die Angst haben musste nach diesem Völkermord, dass die Völkergruppen sich weiter zerfleischen, dass dort Bürgerkrieg und so weiter bleibt. Und wir bekommen dann Bilder, wo eine Frau zum Beispiel mit den Mörder ihrer Kinder, ja, zum Taufpaten ihres Kindes, das sie dann nach dem Genozid bekommen hat, macht, weil sich die versöhnt haben. Also da gibt's Geschichten, die sind so unglaublich und berührend, die wir dort bekommen, dass man wirklich sagen muss, also die Mutter Gottes, weil man dort auf diese Erscheinungen gehört hat, Kibeo ist ein großes Glaubenszentrum in Ruanda geworden, also diese Erscheinungen haben wirklich dazu beigetragen, dass dieses Land in den Frieden kommt und dass die Christlichkeit auch wirklich gelebt wird. Und nichts anderes will die Mutter Gottes, wenn sie zu ihren Kindern kommt und ihnen sagt, was er sagt, das tut. Wir sprechen darüber, warum erscheint Maria, um uns zu Jesus zu führen und um uns zu einem gelebten Glauben zu führen. Im Zentrum der Botschaften von Kibeo stehen Umkehr, Buße und Sühne. Darüber müssen wir separat reden, aber was ein gelebter christlicher Glaube betrifft, möchte ich einfach mal eine Botschaft vorlesen, wo das mal deutlich wird. Da sagt die Gottesmutter, sie fordert auf zu aufrichtigem Gebet. Ihr geht gleichzeitig auf den Wegen Gottes und Satans und bewegt euch auf beiden Straßen, die nirgendwo hinführen. Nach außen hin zu zeigen, dass du ein Christ bist, ohne es im Herzen zu sein, hat keinen Wert. Viele sind Heuchler. Sie suchen nach Mitteln, um ihre Begierden zu befriedigen, sind den Gütern der Welt verhaftet und im geistlichen Leben unternehmen sie keinerlei Anstrengungen. Sie sprechen ein einziges Gebet und denken, dass dies ausreicht und kehren dann sogleich zu ihren Beschäftigungen zurück. Häufig beten sie nur zum Spaß. Also schon sehr deutliche Worte. Ja, das ist ja die große Diskrepanz, nicht? Warum haben uns die Evangelien so viele Stellen überliefert, wo Jesus die Pharisäer geißelt? Und der Pharisäismus ist ja zu einem Symbol geworden, dass eine äußere Fassade da ist, die mit dem Inneren nicht übereinstimmt. Und da sind wir alle in Gefahr, dass wir zwar in die Kirche gehen und vielleicht beten und so tun und glauben, wir sind eh gute Katholiken, aber in Wirklichkeit sind wir nicht gut, sind wir oberflächlich, sind wir böse. Und genau das ist ja in Ruanda auch passiert, zum Beispiel durch diesen Genozid, also wo eine Bevölkerung, die bereits mehrheitlich christlich war, also hier aufgrund von ethnischen Differenzen aufeinander losgegangen ist, in einer bestialischen Weise. Ja. Übrigens eine Sache, da möchte ich noch schauen, dass wir in unserem Missio-Shop das Buch übersetzen, das habe ich im Nachbarland in Burundi erlebt, dort gibt es die Märtyrer von Buta. Dort hat es auch diese Unruhen gegeben und auch eine Form von Genozid. Nicht so dramatisch wie in Ruanda, aber dort gibt es auch diese Bevölkerungsgruppen Hutu und Tutsi. Und da haben die Hutu ein Priesterseminar überfallen, in dem Priesterstudenten sowohl von den Hutu als auch von den Tutsi waren und wollten die Tutsi dort abschlachten.
Da haben gesagt, bitte die Tutsi auf die einen Seite und die Hutu auf die andere Seite. Also die einen hätten sie dann leben gelassen. Und die haben gesagt, wir alle sind Brüder, wir sagen nicht, wer Hutu und Tutsi ist. Und dann haben sie dort 40 Seminaristen, 40 Priesterstudenten, bestialisch, ja, ich war dort, bestialisch umgebracht. Und du hast vor dieser Kirche, hast du dann die Gräber von diesen 40 Märtyrern, also die kann man als Märtyrer verehren. Und die Eltern sind noch dort, die beten dort, nicht? Das war 1997. Also das war sowas von berührend. Ja? Das sind die Märtyrer der Brüderlichkeit. Und so eine Brüderlichkeit ist wirklich nur möglich, wenn man tut, was Jesus uns sagt. Ja? Und noch einmal, das ist der Grund, warum die Mutter Gottes auch in Afrika, gerade in Ruanda jetzt eben erschienen ist. Vielleicht auch ein bisschen, um Afrika auch auszuzeichnen, weil wir haben ja die Marienerscheinung von Guadeloupe, die auf ganz Amerika ausgestrahlt hat und Mexiko ja christianisiert hat. Ja. Wir haben die Erscheinung der Mutter Gottes natürlich an vielen Orten hier in Europa und dann eben Afrika auch. Ein Zeichen vielleicht auch dafür, dass dem Himmel die Kirche in Afrika, die ja die stärkst wachsende Kirche ist, wir haben jedes Jahr 10 Millionen Katholiken mehr in Afrika, dass die Kirche in Afrika dem Himmel ein besonderes Anliegen ist, dass dort die Christlichkeit wirklich substanziell wird, nicht nur eine Fassade ist, sondern wirklich die Herzen der Menschen umformt. Wir sprechen über die Frage, warum erscheint Maria. Wir haben festgestellt, sie erscheint, um uns zu Jesus zu führen. Sie erscheint, um uns zu ermutigen, den Glauben auch wirklich aufrichtig zu leben. Aber es gibt noch ein anderes Moment. Du hast das eigentlich schon ein paar Mal angesprochen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Und zwar, ich glaube, gerade Kipeo ist eine Erscheinung, wo nochmal deutlich wird, dass die Gottesmutter in bestimmten historischen Momenten erscheint, um die Menschen auf schmerzhafte Ereignisse vorzubereiten. Das ist mal das eine. Ja. Und was ganz Entscheidendes. Und immer wieder wird deutlich in Kipeo oder dann Fatima, auch selbstverständlich war das auch so, dass sich diese schmerzhaften Ereignisse durch Umkehr und Gebet abwenden ließen. Ja. Und zwar in Kipeo war es ja so, die Gottesmutter erschien von 1981 bis 1989 und hat diesen drei Mädchen da oder Jugendlichen, die ja Jugendlichen Ströme von Blut gezeigt, die durch das Land fließen, Gewalttaten jeglicher Art, Berge von Leichen, die überall verstreut lagen. Und eben 6 Jahre nach Ende dieser Scheinungen mündet dieser ganze Konflikt in Ruanda zwischen Tutsi und Hutu, du hast schon ein paar Mal drüber gesprochen, eben in einen Genozid von April 1994 bis Juli 1994 und zwar mit 1 Million Toten, 1/10 der ganzen Bevölkerung von Ruanda. Also, die Gottesmutter fordert ja immer wieder, man möge doch auf sie hören, man möge das ernst nehmen, was sie sagt, denn so ließen sich auch schmerzhafte Ereignisse abwenden. Das ist nochmal ein ganz neuer Akzent, warum die Gottesmutter erscheint. Das haben wir übrigens auch in Fatima nicht, wo die Mutter Gottes gesagt hat, man soll beten, sühnen, sonst werden viele Völker vernichtet. Man hat es nicht ausreichend getan. Wir hatten dann den Zweiten Weltkrieg und bis heute ist die Welt nicht wirklich im Frieden. Wir haben neue kommunistische Systeme, wie zum Beispiel China, das sehr unbemerkt jetzt eben aufgestiegen ist in den letzten Jahren mit einem wirklich ideologisch heftigen Kommunismus, der also sehr ähnlich ist dem Sowjetkommunismus, aber mit einer materialistischen und welterobernden Komponente. Wir haben China zum Beispiel in allen Ländern Afrikas eben jetzt eine Dominanz jetzt eben suchend. Also das ist immer natürlich auch die Einladung, durch Gebet und Sühne die Welt zu verändern. Und das ist eben ganz wichtig, auch an den Marienerscheinungen, ich habe schon gesagt, dass Gott uns zutraut, etwas in dieser Welt zu verändern durch unsere geistlichen Haltungen und durch unser geistliches Tun. Wir sind Mitarbeiter der Gnade Gottes. Natürlich ist die Gnade Gottes alles. Also ohne Gnade mit einem bloßen Yes, we can und so weiter. Entschuldigung, ja, das sind politische Parolen, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten ausreichend gehört haben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie die Welt besser gemacht haben, sondern dass sie halt Motivationssprüche waren, die halt der Politiker sagen muss, wo aber das Entscheidende fehlt. Mit Gottes Hilfe können wir das. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und das ist eben das, was uns jetzt der Himmel zumutet. Und die Mutter Gottes ist hier eine Botin, weil sie selbst ja die Erste war,
Und die wichtigste war, die eingeladen worden ist von Gott, mitzuarbeiten an dieser Erlösung. Gott überspielt unsere Freiheit nicht durch seine Überlesung. Er beamt Jesus nicht vom Himmel herab, sondern er bittet den Menschen, er bittet Maria, hier jetzt eben dabei zu sein, mitzumachen. Und sie gibt diese Antwort, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist eine Antwort, die die Mutter Gottes dann von uns auch einfordern möchte in ihren Erscheinungen. Ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, ich bin bereit mitzuarbeiten. Ich möchte das, was ich kann, tun. Ob ich jetzt eine Oma bin, ob ich ein Manager bin, ob ich ein Pfarrer bin. Ja, ich möchte dort, wo ich bin, das tun, was ich kann, um mitzuarbeiten mit der Gnade Gottes. Das ist eigentlich unsere höchste Würde, die Gott uns geben kann, dass er uns zu Mitarbeitern seiner Gnade erwählt hat. Und die Einladung der Mutter Gottes anzunehmen, ist deshalb also eine, wie soll ich sagen, eine heilige Pflicht und auch eine Auszeichnung, die jedem von uns zuteil wird. Ich möchte nochmal auf die Botschaften eingehen und zwei Aussagen. Ich meine, das ist nur eine kleine Auswahl, die ich aus diesem Buch habe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das können Sie im Media Maria Verlag erwerben oder eben über Missio Österreich. Also das ist das Buch, das der Pater Karl und ich gerade auch lesen. Ja, da sagt die Gottesmutter, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht leidet. Wenn er ein Armer ist, dann leidet er unter seiner Armut. Wenn er ein Reicher ist, dann macht er sich Sorgen um seinen Reichtum. Oh, wie die Menschen sich doch etwas vormachen. Oder andere Worte, niemand ist vollkommen glücklich. Auch wenn du äußerlich fröhlich erscheinst, leidest du innerlich. Und wenn du auch innerlich zufrieden sein kannst, hält die Freude, die du empfindest, nur einen Moment lang an und geht dann vorüber. Diese Welt kann niemals zum Paradies werden. Also eine Aufforderung, setz Gott an die erste Stelle, setz Jesus an die erste Stelle. Also zunächst einmal muss ich euch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bewundere den Thomas, dass der schon so viel gelesen hat. Mir hat der Bischof Eduard auch eine Widmung reingeschrieben, aber ich habe es bisher hier liegen, eben neben mir am Schreibtisch, bin nicht viel zum Lesen gekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Mutter Gottes hier sehr einfach spricht, ja, bei den Erscheinungen, als Mutter des Wortes, um eben wirklich jeden zu erreichen. Ich kann das Buch euch wirklich empfehlen. Wir haben es in unserem Missio-Shop, wie der Thomas gesagt hat, aufgenommen. Und ich glaube, es sind immer so Botschaften, die, wie soll ich sagen, es sind dort auch Kinder, ja, es sind junge Menschen, die jeder verstehen kann. Die Mutter Gottes ist eine Mutter und sie ist nicht kompliziert, ja, wie wir in der Kirche manchmal kompliziert sind. Wie viel Papier produzieren wir Theologen? Ja, müssen wir. Ich bin auch Theologieprofessor, ich muss meine Vorlesungen ja wirklich wissenschaftlich auch verantwortet jetzt eben halten. Ich muss verschiedene Meinungen, Strömungen und so weiter, Reflexionsebenen einbeziehen. Aber wie einfach spricht die Mutter Gottes zu ihren Kindern? Dass zum Beispiel das Leiden für jeden unausweichbar ist und du, es liegt an dir, ob du aus diesem Leiden etwas machst, dass du Gott hinschenkst oder etwas, wo du dich wehrst dagegen. Das sind ganz kluge Weisheiten. Das Leiden annehmen, etwas Wertvolles daraus machen. Wir sind ja die einzige Religion, die im Leiden etwas Positives sehen kann. Wir sind die einzige Religion, die an einen Religionsstifter jetzt äußerlich gesehen betrachtet, glauben, der ins Leiden gegangen ist und wo das Leiden einen heiligen Wert jetzt eben hat, wo es heilsam ist. Das Kreuz ist unser Symbol geworden. Also das sind so kindliche Botschaften, die die Mutter Gottes dort gibt. Und ja, also beschäftigt euch mit den Erscheinungen von Kibeo. Aber ich kann auch sehr empfehlen, bitte die Fatima-Botschaften leben. Also ich habe zum Beispiel in Deutschland ein tolles Fatima-Apostolat in Würzburg. Also ich war dort mal. Es ist großartig, da gibt es ganz viele. Und diese Sachen sind sehr fruchtbar. Der Medjugorje, es gibt viele Pilgerfahrten von Deutschland auch, aus nach Medjugorje. Ich habe dort immer wieder Gruppen getroffen. Es sind einfache kindliche Botschaften, die vor allem ein Handlungsimperativ sind. Tu was, bete, sühne, glaube, schenke dein Leben Gott, sei missionarisch. Das sind immer die Botschaften der Mutter Gottes. Die Gottesmutter erscheint, um uns zu Jesus zu führen, um uns zu einem gelebten Glauben zu führen, um uns zu sagen, mit Umkehr und Gebet könnte auch was bewirken. Und vor allem möchte sie sagen, sie will uns unterstützen. Und das sind die letzten Worte ihrer letzten Erscheinung. Meine Kinder, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch sehr. Ich bin euretwegen gekommen, ich bin euretwegen gekommen, ich
bin euretwegen gekommen, denn ich habe gesehen, dass ihr Unterstützung braucht. Lieber Pater Karl, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen. Allmächtiger, gütiger Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der Mensch geworden ist aus der Jungfrau Maria. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du sie unter allen Menschen erwählt hast, gebenedeit unter den Frauen, und dass sie ihr Ja-Wort gegeben hat, dass sie zugestimmt hat, Magd des Herrn zu sein. Wir danken dir auch, dass wir in ihr eine Mutter haben, die vom Himmel aus weiter für ihre Kinder sorgt, weil sie möchte, dass wir alle zu Jesus und durch Jesus in den Himmel finden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Kibeo, segne euch, Mutter des Wortes, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lieber Pater Karl, am Ende dieser Sendung möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken für dieses Gespräch und ich finde es toll, wie du dir immer Zeit nimmst und wie wichtig dir auch diese Stunde der Seelsorge ist. Diese Stunde der Seelsorge funktioniert ja so, dass eigentlich die Zuschauerinnen und Zuschauer uns Fragen stellen können. Manchmal, wie heute, nehme ich eine einzige Frage, dann machen wir eine ganze Sendung draus. Bei anderen Sendungen sind es dann mehrere Fragen, die drankommen können. Ich versuche dann auch so ganze Themenblöcke zu machen. Aber eben, wir wollen schon auch auf das reagieren, was unsere Zuschauer fragen. Und so möchte ich Ihnen auch danken für Ihre Zuschriften, auch für Ihre Unterstützung, auch mal für KTV, natürlich auch für Mr. Österreich, aber auch für KTV. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, für das Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.